Paul Schockemühle, Mitbesitzer, haben wir gerade gesehen. Da hat er sich dann angeschlagen, konnte nicht starten und das muss dann wohl doch irgendwie ein bisschen komplizierter gewesen sein als am Anfang gedacht. Ein ganzes Jahr war er raus. Wir hatten ihn hier vor 2 Tagen. Da war er in guter Form. Aber wir wissen auch alle, man hält so ein bisschen die Luft natürlich an, wenn man den Rückblick über die letzten Jahre hat. Wie lange geht es gut? Ganz klar entscheidender Punkt. Da wird er von Paul Schockemühle ins Viereck begleitet und da ist sie, die Pflegerin von Totilas. Links im Bild der etwas wuschelige Kopf, den wir da gesehen haben, das war Jeff Jansen, der Trainer. Und da sind die zwei, Matthias Alexander Rath im Sattel von Totilas, 15-jährig ist er inzwischen, der Sohn von Gribaldi. Steht hier leider hinten raus und da hat er recht, einmal nochmal warten, bevor es losgeht, kein Übereifer. Na. Da müssen wir jetzt schon mal sagen, der war jetzt nicht so richtig frei von Spannung. Das Gleichmaß war leider nicht über die ganze Diagonale gegeben, da muss er mit 7 dann leben. Ich bilde mir ein, dass Matthias da heute doch so einen Tick mehr Druck vielleicht noch drauf hat als im Grand Prix. Das war ja auch nur die erste Prüfung wieder. Jetzt heute riskiert er vielleicht schon ein bisschen mehr und das ist eine Gratwanderung, wenn Sie so ein Pferd unter dem Sattel haben. Wenn Sie da zu viel Druck machen, dann wird er natürlich vorne immer noch vehementer und dann muss das aber schon alles immer auch mit hinten zusammenpassen. Das ist eine Riesenaufgabe, ne? Das ist nichts Einfaches. Das ist natürlich ein super Seitenbild, sehr gesetzt da hinten, schön getragen da vorne, da hält er ihn auch wirklich sehr schön in der Silhouette. In der Anlehnung nicht ganz optimal. Für die Passagen kriegt er da die 9, die 9,5 kann ich gut mit leben. Allerdings auch dann wieder jetzt hier in der Traversale die 7 dazwischen. Alles sehr gut nachzuvollziehen, wie ich finde. Da ist er mir in der Passage manchmal nicht komplett gleich unterwegs. Das ist jetzt wieder Erbsen suchen. Aber wie gesagt, wir sind hier bei einer EM-Sichtung. Nicht ganz schön zum Schwingen, das muss man schon mal so sagen. Oh, die Richter sehen das anders. 9,99 in den Passagen und einer sieht es wie ich, der sagt die 7,5. Da finde ich sie besser. Na. Ach, mal unter uns, ich möchte ja nicht mit ihm tauschen. Mann, oh Mann, wird über dieses Pferd diskutiert. Da muss man sich dann, glaube ich, wirklich als Reiter komplett von frei machen, sonst dreht man ja durch. So, das kann man auf jeden Fall sagen. Dieses Pferd dehnt sich sehr vertrauensvoll da vorne an die Hand heran. Oh ja, man sieht Matthias schon an, dass der hier voll konzentriert natürlich ist. Zack, tack, komm in den Takt hinein. Tolle Silhouette, hinten gesetzt, vorne getragen. Und ich bin heute ein Erbsensucher, aber mir fehlt ganz ab und zu diese totale Gleichmäßigkeit im Ablauf. Warte. Hallo. 12 bis 15 Tritte auf dem Flecke. Hat er nicht ganz durchgehalten? Auch da, die 7. Er ist natürlich mit absoluten Highlights unterwegs, aber wir sehen natürlich, dass
dass den beiden so ein ganz bisschen hier schon auch die Prüfungsroutine fehlt. Na komm, bleib schön im Genick oben. Bleib schön vorne oben vor ihm. Da wird, glaube ich, wieder besser. Ne? Da hat er so eine Phase. Na, muss er ihn schön vorne oben vor sich. Natürlich taucht ein Riesengalopp da drunter. Da gibt es ja gar nichts dran zu rütteln. Die sind natürlich maximal aktiv durchgesprungen, diese Zweierwechsel. Ah, Matthias, das sieht man, ne? Sehr schön gerade zu sehen an der kurzen Seite. Immer wieder bemüht, ihn hinten beischließen und vorne vorlassen. Oh! So, jetzt hat er ihn. Mit den Einerwechseln sind die beiden ja nicht zu allerbest befreundet. Da gibt es immer mal ein wenig Probleme. Und hier ist er doch mit deutlichen Problemen in die Einerwechsel reingestartet. Da haut dann auch schon mal so eine 4 ins Protokoll. Ach, das natürlich, da geht einem schon das Herz auf, ne? Rückführung. Ja, und immer mal wieder zwischendurch wünscht man sich, komm, noch so ein bisschen mehr da vorne vor. Was? Da ist er aber mal ganz kurz richtig aus dem Gleichgewicht gekommen. Das hat Matthias wirklich gerade noch gerettet. Maximal durchgesprungen, sehr gerade, aber immer in den Einerwechseln kippt er ihm so ein bisschen ab, ne? Nicht so ganz schön da vorne oben rein. Ich bin heute ein Erbsensucher, ich weiß, es ist ein tolles Pferd, das ist ja auch geil, ist gar keine Frage. Und er wird immer, immer die Geister scheiden. Ich finde ihn klasse, aber es gibt schon auch noch eine Menge zu verbessern, fraglos. Dieser Hengst will so viel. Der fragt ja wirklich bei jedem Tritt, okay, noch mehr. Das ist schon eine echte Aufgabe. Matthias Alexander Rath, Sie haben gerade den lauten Knall gehört. Dem fällt hier natürlich schon auch ein Stein vom Herzen. Ich hoffe, es mag mir keiner übel nehmen. Mir hat er ganz ehrlich im Grand Prix eigentlich ein bisschen besser gefallen als heute. Der hat totale Highlights da drin. Der hatte auch schon das ein oder andere drin, was nicht funktioniert hat. Die Einerwechsel, die Piorette, die eine, ganz viele Highlights. Er hatte tolle Piaf-Tritte da drin, aber eigentlich selten diese 12 bis 15 Tritte wirklich im Gleichmaß lässig durchgehalten. Natürlich wird er hier mit einer Riesennote rausgehen. Die Frage ist nur, wie riesig wird die Note sein? Und das ist was an diesem Hengst einfach wunderbar ist. Der kann wirklich den Schalter komplett umlegen. Höchste, vollkommene Aktivität. Sie haben es ja gerade an der Schlusslinie gesehen. Mehr Ehrgeiz in einem Pferd gibt es gar nicht. Und dann legen die den Schalter um und dann ist er wieder entspannt. So entspannt wie hier der Sohn von Matthias, den wir kurz im Bild mit Batschkap gesehen haben. Das war Konstantin und seine Mutter Franziska. Ja, da ist der maximal aktiv, der Hengst. Der will wirklich alles. Also ehrlich gesagt, ich habe schon den Eindruck, dieses Pferd freut sich hier ein Loch ins Knie, dass er wieder mitmachen darf. Ist zwischendurch nicht ganz so entspannt vor lauter Übereifer.
Aber da brauchen die beiden vielleicht auch einfach noch ein, zwei Turniere. Matthias hatte ja angekündigt, wenn er denn, er will natürlich auch hier keine Entscheidung vorwegnehmen, wenn er in das Team käme, und das ist natürlich das Ziel, logisch, dann würde er schon mit Totilas noch ein, zweimal irgendwo an den Start gehen. Aber er sagte auch gleich, wir werden das nicht auf irgendwelchen sehr großen Turnieren machen, sondern in aller Ruhe. Okay, also wenn einem da nicht das Herz aufgeht, wie eben hier gerade bei dieser Studie, dann weiß ich nicht, 80,04%. Und da brauche ich jetzt gar nicht sagen, das passiert von ganz alleine. Es wird wieder eine Note sein, über die sehr, sehr viel diskutiert wird, ganz klar. Klar ist, glaube ich, er musste hier unbedingt an die Spitze mit dieser Leistung. Wie weit der Vorsprung, darüber kann man sicher diskutieren. Matthias, Alexander Rath und Totilas, sie haben sich hier schon, und das kann überhaupt niemand absprechen, sehr eindrucksvoll zurückgemeldet.